Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben heute ein herausforderndes Thema, das heißt Suizid, die einsame Entscheidung. Suizid, also der Selbstmord. Als Gast und Psychiater, Hilfe, Spezialist haben wir Herrn Professor Dr. Michael Berner. Er ist Psychiater und Psychotherapeut und Gründer und Direktor des MHI, des Mental Health Institutes. Professor Berner, willkommen Hallo. zu diesem Thema. Wie viele Suizide gibt es in Deutschland? Ja, verglichen mit dem Straßenverkehr ist es tatsächlich eine Thematik. Dreimal mehr Menschen als im Straßenverkehr versterben durch Suizide. Wir haben 10.000 etwa in Deutschland jedes Jahr. Aber eigentlich war das eine Erfolgsgeschichte. Wir haben es geschafft, über die letzten 25 Jahre die Suizidzahl zu halbieren. Jetzt im Zuge der Corona-Pandemie in den letzten 2 Jahren sind die Suizidzahlen wieder etwas ansteigend. Also wir sollten wieder mehr dahin schauen. Was sind denn die Ursachen für einen Suizid? Also es gibt eigentlich eine ganz wesentliche Ursache und das ist Einsamkeit. Einsamkeit ist eigentlich der wichtigste Risikofaktor, den man gut angehen kann für Suizid. Die anderen zwei sind Depressionen. Also die meisten Suizide passieren im Rahmen depressiver Erkrankungen. Und weil es furchtbar schwer ist, sich umzubringen, sind ganz viele dieser Suizide auch noch substanzassoziiert, also meistens mit Alkohol verbunden, ja, weil wir es sonst anders gar nicht schaffen. Heißt das, derjenige, der jetzt Alkohol trinkt oder Alkoholmissbrauch betreibt, der macht das schon, um den Suizid zu verhindern, oder ist das unter Alkoholikern häufiger? Nein, ich rede nicht von den Alkoholikern, sondern tatsächlich, die meisten Suizide passieren bei depressiven Erkrankungen und da sind dann auch die meisten Menschen auch noch alkoholisiert. So, Also ja. man wird enthemmter, aber das hat nicht unbedingt jetzt mit einer Suchterkrankung was zu tun, obwohl auch Suchterkrankte sich deutlich häufiger suizidieren als andere. Was ist denn der typische Suizidbegehr? Ja, wenn wir an Suizid denken, denken wir meistens an junge, belastete Frauen. Ja, die hat man so im Kopf. Wärter. Viele, ja, ganz viele, viele Suizidversuche. Ne? Also es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen häufigere Suizidversuche und auch weichere Methoden. Der klassische erfolgreiche Suizid ist aber ein älterer, vereinsamter Mann. Und auch bei Männern finden wir viel härtere Methoden, erhängen, erschießen, solche Sachen. Frauen also weniger als Männer. Frauen machen mehr Suizidversuche, sind weniger erfolgreich zum Glück. Ist dann dieser Versuch nur ein Hilferuf? Ja, ganz oft, also letztendlich ist ja jede Suizidhandlung ein Hilferuf. Entweder der Hilferuf, weil es nicht funktioniert, ja, so, oder weil man einfach verzweifelt ist, oder der Ruf an uns hinzuschauen. Das sollte man auch nicht vergessen. Wie merken wir denn, ob jemand in unserer Nähe suizidgefährdet ist? Das Interessante an dieser ganzen Sache ist, dass die meisten Menschen darüber sprechen und das auch vorher schon mal erwähnt haben. Also wenn jetzt jemand, der das vielleicht vorher noch nie zu uns gesagt hat, du, mir geht's nicht schlecht, ich denke, das Leben ist nicht mehr lebenswert. Wir sollten zuhören und mit diesen Menschen ins Gespräch kommen. Und was sollten wir dann tun? Naja. Denn ich meine, die direkte Hilfe werden wir ja kaum bringen können. Wir brauchen ja einen Spezialisten dafür, der vielleicht helfen kann. Nicht wirklich. Die direkte Hilfe sind wir. Der Nächste ist die Hilfe. Der Nächste, der zuhört. Und dann, ne, am Schlawittchen packen und irgendwo hinbringen, wo er geholfen wird. Also wenn mir jemand sagt, du, ich denke, mich umzubringen, ich habe die Kabelbinder schon in der Garage bereitgelegt, mit denen ich das vielleicht machen würde, dann muss man das ernst nehmen, ins Auto packen und irgendwo hinfahren, wo Hilfe gibt. Im, ne, städtischen Klinikum, Notaufnahme, 24 Stunden, immer jemand da. Wie sind denn dann die Erfolgschancen? Ist das nur ein Verzögern dieser endgültigen Tat oder Das denken viele.
Die meisten Suizide können sehr effektiv verhindert werden, wenn man hinschaut, wenn man in Behandlung kommt und dann löst sich das auf. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Patienten, vor einigen Wochen bei uns in der Tagesklinik aufgenommen. Ich wusste gar nicht, ob es funktioniert, weil er so starke Suizidgedanken hatte. Wir haben ihn in die Gemeinschaft gebracht und nach 4 Tagen haben sich diese Suizidgedanken auf einmal aufgelöst. Und die kommen auch nicht wieder. Weil sie leben. Weil wir uns fürs Leben entschieden haben und die entscheidenden Momente getan haben, um Behandlung zu finden. Herr Professor Berner, akuter Notfall, wen rufe ich an? Naja, Hilfe gibt es immer, zum Beispiel die Telefonseelsorge, da haben Sie 24 Stunden ein offenes Ohr. Vielen Dank, Herr Professor Berner. Bleiben Sie gesund, wir freuen uns, wenn Sie uns das nächste Mal wieder zuschauen. Machen Sie es gut. Tschüss.